Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, und mit mir im Studio, beziehungsweise zu mir zugeschaltet, muss man ja sagen, ist immer noch der erkrankte Kollege Georg Buschmann. Hi Georg. Hi Philipp, grüß dich. Ja Georg, schön, dass du dich heute wieder aus deinem Arbeitszimmer zuschaltest. Ja, 2022 war ja ein sehr, sehr bewegtes Jahr an den Börsen. Wir haben eine Mega-Inflation gesehen, die Notenbanken haben sich von der Nullzinspolitik abgewendet und damit auch die Finanzmärkte deutlich erschüttert. Ja, und weil es ja so wenig Jahresrückblicke gibt, dachten wir, wir machen jetzt an dieser Stelle mal ein, lassen ein bisschen das Börsenjahr 2022 Revue passieren und legen auch mal offen, wie es so bei uns im Depot lief. Ja, Georg, wir haben ja schon an der ein oder anderen Stelle hier im Podcast bemerkt, dass du ein wahnsinnig großer Großanleger bist mit Millionen und Abermillionen Euro auf der hohen Kante. Und da interessiert mich und sicherlich auch den ein oder anderen Hörer, wie viel Gewinn hast du denn in diesem Jahr an der Börse gemacht? Wie lief dein Börsenjahr 2022? Philipp, das ist ja eine sehr unweihnachtliche Einstiegsfrage. Ich werde sie trotzdem gleich beantworten, aber lass uns doch erstmal über Weihnachtsthemen sprechen. Was ist dein Lieblingsweihnachtslied? Mein Lieblingsweihnachtslied? Ich bin da ganz oldschool und sag Jingle Bells. Okay. Und deins? Meins? Ich mag sehr gerne Adeste Fidelis als alter Lateiner. Oh, das klingt aber sehr nach Special Interest. Herbei, o ihr Gläubigen. Das als klassisches Weihnachtslied und als modernes Weihnachtslied mag ich gerne Merry Christmas von Nat King Cole. So, jetzt erzähle ich dir aber das ja geklärt. Haben wir das geklärt? Ich erzähle dir auch gerne, wie mein Depot abgeschnitten hat im Jahr 2022, das ja noch nicht ganz vorbei ist. Deswegen steht das alles unter dem Vorbehalt, dass noch die letzten Börsentage mich retten. Vielleicht geht's ja noch steil. Genau, ich habe mir mal angeguckt, was hat sich so getan und tatsächlich werde ich zumindest bis Anfang Dezember mit einem Minus rauslaufen von ungefähr 12%. Netto und nach Steuern und Gebühren mit einem Pipapo. Philipp. Okay, minus 12%. Würde ich sagen, 12% klingt erstmal schlecht, aber für einen Kryptoanleger wie dich ist das seine Traumrendite, oder? Wenn ich nur auf meine Kryptoposition gucke, ja, da sieht es deutlich bescheidener aus mit, ich habe es ja schon mal neulich im Podcast gesagt, minus 30%, ist jetzt auch nicht viel besser geworden, aber zum Glück ist, und so sollte es natürlich ja auch sein, Krypto nur so eine ganz, ganz kleine Beimischung bei mir im Depot, ich bin tatsächlich auf minus 7 im laufenden Jahr gekommen. Was hast du denn im Depot, das da so überproportional gut gelaufen ist? Ja, also ich setze ja vor allem auf einen MSCI World, der roundabout ungefähr auch so viel Minus steht im laufenden Jahr. Und dazu noch ein Energie-ETF, den ich mir in diesem Jahr zugelegt habe. Glücklicherweise vor dem Ukraine-Krieg, muss man sagen. Da sind die Kurse ja deutlich gestiegen danach. Ja, da sind wir auch schon sozusagen in den Themen, die 2022 wichtig waren. Energieaktien waren ja tatsächlich eine Anlageklasse, mit der man noch ja, was erreicht hat oder ein bisschen Rendite holen konnte. Genau, und zwar nicht wenig. Also wenn man sich mal anschaut, wie die großen MSCI-Indexe abgeschnitten haben, wenn man sich einfach mal anschaut, die einzelnen Themen, die einzelnen Branchen, da hat Energie deutlich besser abgeschnitten als alles andere. Also der MSCI World liegt halt deutlich im Minus. Warum? Weil da halt viele Tech-Aktien drin sind, die mega abgestraft wurden. Tech-ETFs lagen dann dementsprechend auch mega im Minus. Also eigentlich hat so ziemlich alles verloren. Energie ist so einer der großen Punkte, wo man tatsächlich mal Gewinne machen konnte in diesem Jahr. Das stimmt. Aber es gibt natürlich auch eine Anlageklasse, wirst du als alter Krypto-Junger nicht kennen, die dieses Jahr gut abgeschnitten hat. Was man auch ein bisschen schon erwarten konnte wegen Inflationsschutz und so weiter. Wir hatten ja ganz am Anfang des Jahres mal eine Folge gemacht zum guten alten Gold. Und wie prognostiziert war Gold tatsächlich dieses Jahr eine ganz gute Anlageklasse und stand zumindest Mitte Dezember noch mit 7% im positiven Bereich. Wobei man da ja auch differenzieren muss, ob man in Dollar oder in Euro anlegt, ne? Also da sind ja die Renditen, die am Ende rausspringen, doch deutlich andere, ne? Das ist richtig, aber ich kenne ja die geografische Hörerverteilung von unserem Podcast und würde mal
daraus schließen, dass die meisten ihr Geld in Euro anlegen. Also für mich und dich ist es sicherlich auch Euro die entscheidende Währung. So ist es, ne? Und Genau, und in Euro gerechnet hat tatsächlich Gold dieses Jahr weit besser abgeschnitten als Aktien oder Anleihen. genau, und Gold hat ja immer so diesen Ruf des Inflationsstabilisators gehabt, des Inflationsschutzes. Und ja, man kann ja schon sagen, im laufenden Jahr ging halt diese Rechnung auf. Wir hatten eine Inflation von zuletzt 10%, 7% Goldzuwachs seit Anfang des Jahres. Also ja, man konnte damit so ziemlich die Verluste, die Kaufkraftverluste ausgleichen, mehr als mit allen anderen Anlageklassen. Und ja, also die Inflation, das war ja so eines der großen Themen, die wir in diesem Jahr halt gesehen haben. Und Georg, du, ich habe dich ja schon öfter mal als Marktaugur bezeichnet, als großen Weissager, den wir hier bei der Vivo hatten. Danke für die Blumen, musst du sagen, ne? Also, und du hast ja letztes Jahr schon beim Kollegen Beat Balzli im Chefgespräch in seinem Podcast eine Prognose halt gestellt und ja auch schon gesagt, ja, nächstes Jahr, also 2022, da wird halt Inflation eines der bestimmenden Themen. Georg, Glückwunsch, du hattest recht. Ja, allerdings muss man natürlich dazu sagen, dass das jetzt auch nicht völlig überraschend kam. Das Ausmaß war aber natürlich überraschend. Also ich meine, den Ukraine-Krieg hat wahrscheinlich niemand am Jahresanfang so richtig auf dem Zettel gehabt. Ich will nicht sagen, dass man ihn nicht hätte irgendwie antizipieren können, aber ich glaube, dass das an den Börsen, an den Kapitalmärkten jetzt nicht die große Rolle gespielt hat. Genau. Und deswegen, dass die Inflation 2022 ein Thema sein würde, das war schon Ende 21, ja, zeichnete sich das ab. Wie sehr, natürlich nicht, aber dass es ein Thema ist, war leichter zu erkennen, als man vielleicht heute glaubt. Genau, und da fing ja auch im Januar ja dann auch schon so die Zinswende so langsam an. Da hat ja die US-Notenbank Fed ja schon angekündigt, okay, wir werden doch die Zinserhöhung etwas schneller und etwas dynamischer vornehmen als zunächst gedacht. Und das hat ja direkt schon zum Jahresbeginn die Märkte halt erschüttert. Also es war ja in der ersten Januarwoche, als diese Fed-Protokolle damals erschienen sind. Und dann gingen ja von heute auf morgen auch die Börsen halt rapide nach unten. Und das war ja schon so der erste Schock, den viele dann gesehen haben an den Märkten. Ja, genau. Also Zinswende war ja insgesamt ein Megathema des Börsenjahrs 2022. Und die Bundesanleihen, also 10-jährige Bundesanleihen, haben dieses Jahr mit einem Minus von, ja, also auf jeden Fall mit einem zweistelligen Minus. Es war jetzt Mitte Dezember bei so ungefähr minus 19% für 10-jährige Bundesanleihen im Kurs. Das ist natürlich ein unglaublicher Verlust für eine Anlageklasse, die ja eigentlich Stabilität bringen soll. Das ist schon auf jeden Fall bemerkenswert und ja, eine Entwicklung, die das Jahr 2022 sicher von anderen deutlich unterscheidet. Total. Und du hast ja schon die Anleihen jetzt damit angesprochen. Ja, die Kurse sind massiv runtergegangen, aber dafür sind halt die Renditen halt nach oben geschossen. Also wenn ich jetzt ja Anleihen kaufe, dann mit deutlich besseren Zinscoupons, also Zinsen, die ich auf meine Einlage bekomme, als noch Anfang des Jahres. Da hat sich ja durchaus was getan. So Genau. dieses Comeback der Anleihen, das sehen wir ja Da durchaus. haben wir sogar zwei Folgen zu gemacht dieses Jahr Ein beliebtes Thema. zu den Entwicklungen am Anleihemarkt, weil sich da einfach natürlich sehr viel getan hat. Und ja, da habe ich ja auch immer dazu geraten, sozusagen schrittweise in den Anleihemarkt reinzugehen, um eben ja von den steigenden Zinsen auch ein Stück weit zu profitieren. Und das ist auch was, was wir in den Musterdepots der Börsenwoche in unserem Finanzbrief gemacht haben. Und deswegen sieht da die Musterdepot, müsst ihr vielleicht noch ein bisschen erklären, worauf setzen wir denn da so in diesem Finanzbrief? Für alle, die ihn nicht kennen, die Börsenwoche als Newsletter noch nicht abonniert haben, aber es vielleicht mal tun sollten und Ja, könnten. genau. Also wir haben ja sozusagen die Börsenwoche einmal als Podcast und als Newsletter. Und Kernbestandteil des Newsletters sind eben zwei Portfolios, die wir führen. Ein konservatives, das auf Kapitalerhalt aus ist, und ein spekulatives, das ein bisschen offensiver anlegen soll. Und genau, da wollen wir natürlich auch einmal uns angucken, wie das so im vergangenen Jahr lief. Ja, wie liefen das? Also gucken wir uns erstmal doch das konservative Depot an. Was ist da passiert? Wie steht es da? Steht es besser da als unsere persönlichen Depots? Oder was hat sich da getan? Also ich kann sagen, dass es auf jeden Fall besser dasteht als mein persönliches Depot. Wir hatten im konservativen Depot eine Wertentwicklung von minus 6,5% ungefähr bis Mitte Dezember. Und das klingt jetzt auch nicht toll, aber man muss Aber besser als vieles andere, was man so am Markt gesehen hat. man muss Also natürlich immer so ein bisschen den Kontext sich angucken, ne? Du hast ja schon gesagt, der MSCI World hat ungefähr 9% verloren in Euro.
Der DAX auch ungefähr in der Kurve und Anleihen waren eine sehr, sehr schlechte Anlageklasse, habe ich ja schon erzählt. Und das Einzige, was so ein bisschen gegengesteuert hat, ist Gold. Und von dieser Goldbewegung haben wir eben im konservativen Depot auch profitiert, weil Gold immer ein Teil des Portfolios war, seit wir das Portfolio führen. Und das war. Muss man vielleicht auch noch sagen, Gold liegt da ja schon seit 2015 in diesem Genau. Musterdepot. Also wäre man jetzt, keine Ahnung, erst im Sommer irgendwann eingestiegen, dann sehe die Entwicklung natürlich nicht ganz so pralle aus wie zum Anfang der Zinserhöhung, zum Anfang des Ukraine-Krieges, ne? Das stimmt, aber wir haben ja, wie du richtig sagst, schon zum Anfang, als wir die Depots gestartet haben, immer Gold dabei gehabt, genau aus dem Argument, nämlich dass es eine Absicherung ist gegen Inflation insbesondere. Und ja, deswegen ist das Gold lange drin gewesen und hat eben dieses Jahr tatsächlich dazu geführt, dass sich die Depot-Performance jetzt relativ zum Markt ganz gut ausnimmt. Aber jetzt mal, das ist ja schön für alle, die schon früh eingestiegen sind, die vielleicht schon etwas älter sind, länger am Kapitalmarkt aktiv sind. Aber was heißt denn das für Leute, die neu am Kapitalmarkt kommen, die jetzt erst beginnen mit dem Geldanlegen? Ist da Gold jetzt immer noch ein guter Einschub ins Depot oder ist das große Ding jetzt gerade durch, weil wir jetzt zum Ende des Jahres sehen, dass sich Inflation zumindest etwas entspannt, wenn auch auf hohem Niveau, aber es zumindest nicht noch weiter durch die Decke schießt, dass die Zinserhöhung der Noten Banken vielleicht so langsam ihr Ende finden. Also, was bedeutet das für Gold letztlich? Also im konservativen Depot habe ich ja schon erzählt, benutzen wir es als grundsätzliche Absicherung gegen solche Risiken. Und wenn man Absicherung sagt, dann heißt das nicht, ich habe diese Absicherung, wenn sie notwendig ist. Und wenn sie nicht notwendig ist, dann habe ich sie nicht. Du hast ja auch nicht deine Immobilienversicherung oder deine Brandschutzversicherung für dein Haus, nur wenn dein Haus brennt, sondern auch wenn es vielleicht gerade nicht brennt. Deswegen ist Gold als Bestandteil eines Depots, wenn man grundsätzlich davon überzeugt ist, unabhängig von der Kursentwicklung, natürlich sinnvoll. Ja, aber trotzdem ist ja so der Einstiegszeitpunkt eine wichtige Frage, unabhängig davon, dass Gold immer im Depot stabilisierend wirken kann. Also wäre natürlich besser gewesen, wenn er früher eingestiegen wäre, ne? Wenn es die Stabilisierung erstmal nichts mehr bringt, dann. Ja, wenn ich im Jahr 1910 Coca-Cola-Aktien gekauft hätte und so weiter, das ist alles. Sind Western von gestern. Man muss sich ja mit dem befassen, was man jetzt machen kann. Und da gilt das, was ich gesagt habe. Gold ist unabhängig von der Kursentwicklung, wenn man sich grundsätzlich gegen Inflationsrisiken absichern will, sicher keine ganz dumme Idee. So, schauen wir doch mal auch ins spekulative Depot, das ja ein bisschen einen anderen Ansatz verfolgt. Und ja, was ist denn da passiert? Hat man dadurch irgendwelche abenteuerlichen Wetten unfassbare Renditen erzielt? Nein, auch das spekulative Depot liegt hinten. Wir haben im spekulativen Depot ungefähr 8,5% verloren seit Jahresanfang. Ja, es ist auch keine überragend gute Performance, aber auch keine überragend schlechte. Was lief denn besonders gut? Was vielleicht da ganz gut lief, wir haben zum Beispiel schon relativ früh einen Solarparkbetreiber, Stichwort Energieaktien, hast du ja auch schon gesagt, aufgenommen, der ganz gut lief. Wir hatten, 7C Solarparken war das, das ne? war 7C Solarparken, ganz genau. Wir haben, als BioNTech ziemlich gecrashed ist, unser Impfstofflieferant, haben wir da mal zugegriffen. Das war auch bisher eine gute Geschichte. Und wir sind noch seit etwas längerer Zeit bei einem US-Gesundheitsversicherer investiert. Und Versicherer waren ja auch Zinswendeprofiteure, sind Zinswendeprofiteure. Deswegen gab es da so ein paar Aktien, die sich da sehr gut entwickelt haben oder relativ zum Markt sehr gut mit positiver Wertentwicklung. So, und was waren die Ausreißer nach unten? Ja, die gab es natürlich auch. Das muss man klar sagen. Wir hatten in beiden Portfolios eine Zeit lang eine Absicherung gegen fallende Kurse, sogenannte Puts. Und weil wir eben gesagt haben, okay, es gibt so viele konjunkturelle Risiken, dass wir gesagt haben, wir sichern uns da ein bisschen ab und haben dann sozusagen verpasst, diese Position aufzulösen, weil wir immer dachten, es kommt noch mal ein Rücksetzer, es kommt noch mal ein Rücksetzer und ja, das hat auf jeden Fall Rendite gekostet in beiden Depots und bestätigt das alte Sprichwort Short ist Mord. Also sozusagen auf fallende Kurse zu setzen ist ja
grundsätzlich eine heikle Geschichte. Und wir waren im spekulativen Depot auch bei manchen Werten ein bisschen früh dran. Bei TeamViewer zum Beispiel waren wir vielleicht ein bisschen zu, es ist ja so ein Turnaround-Unternehmen und da waren wir vielleicht ein bisschen zu früh, dass wir eingestiegen sind, bevor sozusagen die Talsohle einmal durchschritten war. Ja, im konservativen Depot sind natürlich die Anleihen schlecht gelaufen. Das ist klar. Aber das grämt mich jetzt nicht, weil ich ja sozusagen nicht die Wertentwicklung auf einzelne Jahre, sondern in der langen Sicht im Auge habe. Ja, und im spekulativen Depot, da gibt es ja, auch wenn der Name es ja vielleicht vermuten lässt, keine Kryptowährungen, was in diesem Jahr auch durchaus dann eine ganz gute Idee war, sie eben nicht ins Portfolio zu integrieren, weil es ja auch nicht den Anlagekriterien, die Kollege Buschmann und Co. sich ausgedacht haben, da entspricht. Ja, gegen die Aufnahme von Kryptowährungen wehre ich mich nach wie vor erfolgreich. Mit Händen und Füßen. Mit Händen und Füßen, genau. Und was du sagst, ist natürlich ein ganz interessanter Punkt, denn die Rendite entsteht ja nicht nur dadurch, dass man gewisse Wertpapiere kauft, sondern manchmal auch dadurch, dass man gewisse Wertpapiere eben vermeidet beziehungsweise verkauft. Und da hatten die dieses Jahr im konservativen Depot einen ganz interessanten Fall, nämlich den Batteriehersteller Varta. Ist so dem einen oder anderen ein Begriff. Da kriselt es doch auch ein oder anderes Mal, da, oder? Da kriselt es sehr, sehr heftig. Und die Kollegin Bergermann aus dem Unternehmensressort hatte das Unternehmen recht intensiv gecovert. Und wir hatten das zum Anlass genommen, die Aktie relativ frühzeitig aus dem Depot zu werfen, im konservativen Depot. Und das hat uns auch sehr geholfen mit Blick auf die Performance. Also immer mal zu überprüfen, ob die Investmentthese noch stimmt und im Zweifel sich auch mal von Aktien zu trennen, kann an der einen oder anderen Stelle, wenn es jetzt nicht Aktionismus ist, sicherlich auch helfen. Genau, hat das Jahr 2022 ja besonders gut gezeigt, dass auch wenn der Tiefpunkt vermeintlich erreicht ist, es eben noch weiter nach unten gehen kann. Philipp, du spielst auf deine Kryptoabenteuer an, oder? Meine Kryptoabenteuer. Ich würde sagen, der Satz, den ich gerade gesagt habe, der trifft auf so einige Anlageklassen und Aktien in diesem Jahr zu. Aber ja, insbesondere natürlich auf dem Bitcoin. Seit Jahresbeginn. Bei Krypto haben wir ja dieses Jahr auf jeden Fall viel erlebt. Da haben wir sehr viel erlebt. Mal so sagen, mir wurde nicht langweilig. Da kam immer mal wieder irgendeine wunderschöne Sache um die Ecke. Und damit meine ich nicht nur irgendwie einen Kursverlust von 60% seit Jahresbeginn, sondern halt auch einen massiven Vertrauensverlust, den wir jetzt gesehen haben. Ne? Also mit der Zinserhöhungsdekade, sag ich mal, oder mit den Zinserhöhungen ging es erstmal nach unten, ja. Aber dann brachen halt immer wieder Anbieter und Kryptowährungen, Kryptoprojekte zusammen. Es gab dann Dominoeffekte, die noch weitere in die Tiefe gerissen haben und ja. Bis vor knapp einem Monat waren es eher relativ kleine Anbieter, die ja pleite gingen. Aber dann ist auf einmal mit FTX ja so die drittgrößte Kryptobörse der Welt von fast heute auf morgen kollabiert. Und ja, das ist natürlich so ein absoluter, also worst case. Das Vertrauen ist jetzt bei vielen Anlegern natürlich erstmal weg. Ein wildes Kryptojahr. Und das führt mich auch sozusagen zu unserer nächsten Folge. Denn wir haben in der ersten Januar-Folge den Kapitalmarktstrategen Philipp Vorndran von Flossbach von Storch zu Gast. Er ist ein Vermögensverwalter, relativ groß, aus Köln. Und der ist selber auch ein Krypto-Investor und wird mit mir zusammen auf die Aussichten für Krypto im neuen Jahr natürlich, aber auch langfristig ein bisschen gucken. Und ja. Ganz schön spannend. Also Goldman Sachs hat am Anfang des Jahres noch gesagt, Bitcoin wird Ende 2022 bei $100.000 stehen. Also ja, so ist das, ne? So ganz recht hatten sie nicht. Also ich hoffe, ihr habt nicht über so wilde Kursfantasien gesprochen. Aber wir werden es ja hören. Das werden wir und ich freue mich, wenn möglichst viele dann wieder dabei sind im neuen Jahr bei der Börsenwoche und verbunden bleiben. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr noch an unserer Umfrage teilnehmt zu unserem Podcast und uns sagt, was gut ist, was wir verbessern müssen. Anregungen, Kritik könnt ihr da loswerden und den Link zur Umfrage findet ihr unten in den Shownotes. Ja, dann vielen lieben Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zur nächsten Woche. Düsseldorf aus Düsseldorf. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Host oder der Verlag übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die ihr aufgrund der im Podcast gehörten Informationen trefft.